Hallo zusammen, Let's Test EduDip. Und das ist eine Plattform, auf der man Online-Meetings machen kann. ProChrist hat selber Online-Meetings und benutzt genau diese Plattform. Allerdings haben sie noch zusätzliche Erweiterungen, also sie haben ein eigenes System, was von edudip.com unabhängig ist und können so auch ein bisschen mehr Teilnehmer hinzunehmen. Wenn du das machst, dann kannst du nur 20 Teilnehmer in der kostenlosen Version dazu nehmen. Wenn du eine Veranstaltung erstellst, die was kostet, dann kannst du noch ein paar mehr Teilnehmer hinzunehmen. Und wenn du da was bezahlst, so eine Pro-Version, dann kannst du, glaube ich, auch ein paar mehr Teilnehmer hinzunehmen. Aber wir testen jetzt hier die kostenlose Version. Und das mache ich zusammen mit den Ecto. Ja, ich bin wieder dabei. Genau, wir haben ja auch schon den Voice-Chat getestet, ne? Aber da war es dann halt so, dass die Versetzung sehr, sehr stark war. Und deswegen ist es nicht so gut. Und diese Plattform haben wir auch schon oft, also ohne euch getestet. Zusammen mit den Ecto habe ich das eben gemacht. Und da war die Versetzung wesentlich besser. Und deswegen wollen wir euch das jetzt hier in einem Video zeigen. Um bei der Präsentation oder bei den Webseminaren mitzumachen, muss man teilnehmen. Und da gibt es dann halt einen Link zu dem Seminar. Und da kann man dann jetzt hier auf Teilnehmen klicken. Und das mache ich jetzt mal hier. Der Ecto, der macht hier, der leitet das Let's Test, damit ich euch auch noch zeigen kann, wie das ist, wenn man jetzt als Zuschauer und nicht nur als Moderator oder als Leiter dabei ist. Deswegen leitet das jetzt mal der Ecto und ich nehme jetzt mal hier teil. Und dann sehe ich jetzt hier so ein Bildschirm, wo ein bisschen was über den Zeitpunkt ist, das heißt die Dauer, dass es kostenfrei ist. Und da habe ich eben eine Mail bekommen. Das hat der Ecto jetzt nicht gehört, aber wahrscheinlich habt ihr das gehört. Und es gibt jetzt hier ein Datum und ja, der Sebastian ist Veranstalter von der Veranstaltung und da melde ich mich jetzt an. Drücken, nö, anmelden. Schauen wir mal, was passiert. Spannend. Jo, Glückwunsch, wir haben uns angemeldet. Und wir finden die natürlich auch auf Facebook, also die wollen, dass man EduDip auf Facebook bekannter macht und deswegen können wir hier gefällt mir klicken. Habe ich gar nicht gemacht, weil die Plattform gefällt mir eigentlich doch schon. Okay, dann schließen wir jetzt hier und die Seite ändert sich, weil jetzt sind wir schon beigetreten. Also angemeldet haben wir uns und wir können jetzt betreten. Wir könnten jetzt den Raum betreten, was wir auch gleich mal machen hier. Aber da die Veranstaltung ja noch nicht gestartet wurde und noch nicht angefangen hat, kommt man in einen Warteraum. Wenn es zu Ende geladen hat. Also die ganze Anwendung ist auf Flash und bei mir ist es dann manchmal so, dass es sehr viel Rechenleistung braucht und da ich so viele Browserfenster mit Flash offen habe und so, kann es schon mal passieren, dass Flash ein bisschen langsam ist. Okay, aber jetzt scheint es da zu sein. Zumindest sehen wir jetzt hier so eine Aufforderung. Ich kann das auch mal hier jetzt größer machen, dass ihr lesen könnt, was da drin steht. Ich kann es schon jetzt lesen und das ist die normale Flash ja, Zulassungsbeschränkung. Und da kannst du jetzt hier verweigern klicken. Das darfst du auch machen. Dann hast du kein Mikro und kannst aber trotzdem teilnehmen. Aber kannst nicht schreiben und hast auch keine Sonderrechte. Also jemand, der mit Mikro dazu kommt und das zulässt, der hat noch weitere Sonderrechte. Deswegen lasse ich sagen, es ist besser, wenn du sagst, hier zulassen. Also es muss nicht sein,
dass du dann automatisch auch gehört wirst, dass dein Mikro aufgenommen wird und so. Das ist nicht der Fall, nämlich das ist nur bei Moderatoren so. Also nur wenn du Moderator bist, kannst du gehört werden. Also kannst du jetzt hier deine Kamera und dein Mikro hinzuschalten. Dein Kamerabild würde man, glaube ich, sehen. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber man kann, muss ja die Kamera nicht dazu nehmen. Also zulassen am besten. Kamera wird nur gesehen, wenn du auch drinne bist. Also Also wenn wenn du du auch in der, Moderator bist, meinst du jetzt? nee, wenn du auch drinne bist, wenn die Veranstaltung gestartet hat, dann kann ich dein Kamerabild sehen, wenn du es zugelassen hast. Ansonsten sehe ich das nicht. So, und wir haben jetzt hier die Nachricht, dass wir auf die Veranstaltung warten. Denn die Veranstaltung, die startet erst um 14 Uhr. Und das ist in 55 Minuten. Das heißt, vor Beginn der Veranstaltung kommt man nicht rein. Es ist aber so, dass die Moderatoren jetzt schon drinne sind und wir haben hier einen wunderschönen Chat unten. Und es ist auch so, dass wir hier was schreiben können. Ist ein bisschen langsam, aber wie gesagt, so, und da ist es so, dass wir hier chatten können. Und auch für die Moderatoren ein kleiner Hinweis. Das können auch alle lesen. Das heißt, wenn die Moderatoren, so wie der Sebastian jetzt hier hi schreibt, dann lesen die das. Also, ich habe eine Veranstaltung, da haben sich die Moderatoren ausgetauscht über den Chat, weil es da irgendwelche Tonprobleme gab. Und dann haben das die Teilnehmer im Warteraum auch schon gesehen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Aber für alle, die das mal benutzen als Moderatoren, nicht nur die, die im Warteraum sind, können das lesen, sondern auch die Moderatoren, was sie schreiben, kann gesehen werden. Der Ektor hat jetzt auch noch ein anderes Bild, der kann da schon die Veranstaltung bearbeiten, schon was testen. Er könnte jetzt einen Moderator hinzuschalten. Vielleicht machen wir das jetzt auch mal. Schaltest du, kannst du mich als Moderator mal hinzufügen? Ja, dann mache ich hier mal eben kurz meinen Ton hier aus, damit wir, also damit du mich nicht doppelt hörst. Ja, warte mal. Okay, jetzt habe ich Skype ausgemacht und wir hören Sebastian nicht mehr und er hört uns nicht mehr, aber er hat es jetzt anscheinend schon gestartet. Oder zumindest hat er uns zum Moderator gemacht. Ich glaube, gestartet. Vielleicht hat er auch schon gestartet. Hallo. Hast du auch schon gestartet, die Veranstaltung? Oder hast du mich nur zum... Ja, aber ich habe jetzt schon wieder beendet, weil sonst hätte ich den hier als Moderator machen können. Ja. Ach so, du kannst nur Moderator machen, wenn du startest. Ich glaube, das geht auch anders, Ja, aber... aber ich habe jetzt schon wieder beendet. Ja. Vielleicht geht das auch noch, wenn man nicht startet. Also jetzt sind alle im Warteraum. Und ich habe jetzt hier... Kann ich meine Kamera ausschalten, weil mein Kamerabild nicht vernünftig ist. Das heißt, hier könnte ich auch meinen Ton als Moderator stumm schalten, Kamera stumm schalten, Screenshot machen, Vollbild von der Präsentation oder hier was speichern. Also, wenn ich jetzt meinen Ton ausmache, also ich kann ja mal die Ecke hier oben gleich zeigen. Hier oben ist die Ecke, wo wir jetzt hier die Moderatoren sind. Und man sieht, dass ich jetzt hier einen Balken habe und der Sebastian, der hat einen kleinen Balken, weil er jetzt nicht so viel redet. Sag mal was. Ja. Ja. Hallo. Ich rede nicht so viel. Okay. Ich bin Also schon mal Zuhörer. man sieht hier, dass ich jetzt was rede und wenn ich jetzt über Stummschalten hier das Mikrofon ausmache, dann kann ich reden, was ich will, und der Sebastian, der hört mich jetzt nicht. Oder Sebastian, hörst du mich? Nein, hört er natürlich nicht.
Aber er könnte jetzt was sagen, aber das kann ich dann halt nur im Chat. Jetzt ist das Strom. Ja, er hat's bemerkt. Er hat's bemerkt. Dann schalte ich mal wieder meinen Ton dazu, damit er nicht reinredet. Ja, ich merke, dass die Flash-Anwendung, also weil ich jetzt hier auch noch zusätzlich aufnehme und mein Rechner ein bisschen langsam ist, dass die Flash-Anwendung ein bisschen nicht so schnell hinterherkommt, aber es geht noch zum Aufzeichnen. Genau, und man kann hier noch während des Ganzen chatten. So, wir haben hier die Und Veranstaltung malen. und malen. Genau, dann starte doch jetzt mal die Veranstaltung, dann zeigen wir die Funktionen, die es hier so noch gibt. Das heißt, wir sind jetzt hier. Ist gestartet. Okay. Wir sind jetzt hier in der Präsentationsmodus und wir sehen jetzt hier einen Stift. Und weil wir Moderator sind, können wir jetzt hier diesen Stift benutzen und was malen. Wenn jetzt mein Flash da mitspielen würde. Ah, da hat man es gesehen. Also, wenn ich das aufzeichne, dann mache ich da wahrscheinlich nicht, dass ich es hier so großartig rummale. Genau, der Sebastian darf das jetzt malen. Sebastian darf jetzt mal malen. Mal ein schönes Haus oder irgend sowas. Hi, genau. Man kann auch hier übrigens Texte schreiben. Oder vielleicht sogar Punkte zeichnen. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich hier so einen Punkt zum Markieren, wenn ich meinen Mauszeiger wieder sehe. Ah, so ein rotes. Also diese Probleme haben wir jetzt nur hier, weil ich zusätzlich noch Flash habe. Also mit diesem Mauszeiger und das Video aufnehme. Das hat jetzt nur mein Rechner. Euer Rechner sollte das hoffentlich ruhig schneller gehen. Ich weiß jetzt nicht, siehst du jetzt hier irgend schon etwas, Ecto, wenn ich jetzt hier so reinklicke oder was zeige? Kannst du das sehen? Also ich weiß nicht so ganz genau, wofür die Pfeil-Funktion ist, aber da könnt ihr ja selber mal. Ja, ich sehe, wie du mit deinem Mauszeiger da so mit diesem Jens Handmeister mal hin und her. Aha. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann auch alle sehen, alle Zuseher. Okay. Also wir haben hier oben die Whiteboard-Funktion, das ist bei den Schloss. Und da könnten Moderatoren auch die Whiteboard-Funktion für alle Zuseher freigeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier freigeben klicken würde, was ich jetzt mal mache, dann sieht man jetzt hier ist freigegeben. Das sehen die Zuseher noch nicht. Aber sie dürften jetzt hier mit diesen Funktionen, die man jetzt hier so hat, den Stift oder sonst mit dem Pfeil, was zeigen. Da wir aber jetzt nur zu zweit sind und zwei Moderatoren sind, spielt es keinen Unterschied, ob wir jetzt freigeben oder nicht. Als Moderator kann ich übrigens auch hier, wenn jetzt mein Mauszeiger wieder erscheint, hier neben, also die Präsentation beenden. Das heißt, das kann jetzt nicht nur der die erstellt hat, sondern auch alle Moderatoren können das. Dann würden jetzt wieder die Leute rausgeschmissen werden und die sitzen jetzt wieder im Warteraum und kriegen davon nichts mit. Also von den Tonen, was die Moderatoren reden, bekommen sie auch nichts mit. Aber halt, was geschrieben wird. Was geschrieben wird, das können sie halt sehen. Dann gibt es jetzt hier noch Funktionen, die sind aber bei der kostenlosen Version nicht freigeschaltet. Ja, das ist einmal hier eine Umfragefunktion. Ah ne, die Umfragefunktion ist hier. Und dann YouTube. Oh, hat alles weggemacht. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Er hat gerade bemerkt, dass ich hier das gelöscht habe, das Whiteboard.
So, und jetzt möge ich mal den Sebastian bitten, dass er mich von meinem Moderatorstatus entfernt. Dann zeige ich euch, was wir jetzt kein Moderator sieht, sondern eine normale Zuseher. Und ich komme jetzt hier in den Warteraum. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht hören, was der Ektor sagt, und wahrscheinlich hört er jetzt auch nicht, was ich jetzt hier sage. Komischerweise habe ich jetzt hier noch mal einen Stiftzeiger. Wie gesagt, ist eine Flash-Anwendung, und da ich so viel am Laufen habe, könnte damit es leichte Probleme geben. Ich schreibe ihn jetzt hier, dass er mal starten soll. Damit ich hinzukomme. Und ich glaube, ich mache jetzt auch wieder Skype an. Er kann ja sein Mikrofon ausstellen, so dass er mich hört, dass ich mit ihnen unterhalten kann. Ja. Und zwar sehe ich hier jetzt, okay, hier ist jemand, der liebe Jens. Und dann fangen wir doch auch jetzt gleich mal an mit der Präsentation. Und zwar möchte ich euch hier jetzt vorzeigen, ich habe hier eine wunderschöne Schrift. Nämlich kann ich euch jetzt mal, das ist das Haus von Nikolaus, schön gemalt. Hier mit einem Schornstein, hier ein bisschen Dings. Und dieser Schornstein könnte aber auch eine Zigarette sein, von einem kleinen Schlumpf oder Zwerg oder keine Ahnung was. Natürlich, das sieht jetzt eher aus wie ein Hai. Und dann könnte der halt so rennen. Das lässt mich natürlich darauf schließen, dass die Weltbevölkerung viel zu viel in den Luft macht. Und dass es deswegen Regenwolken gibt. So, Wolken. Und diese Wolken, daraus kommt dann Regen. So seht ihr. Aber es kommt nicht nur normaler Regen, sondern halt auch noch Regen mit diesem schwarzen Zeug. Und der Wunderschöne ist nicht Präsentation, die da gut. der Ecto macht. Aber dadurch, dass So, ich generell leiser bin als der Ecto, das war's. sind alle, die reden, immer lauter als ich. Das ist eigentlich gemein. Ich kann mein Mikrofon eigentlich nicht höher stellen. Das weiß ich nicht. Alle, die reden, die übertönen mich. Immer. Weil ich so eine leise Stimme habe. Aber ich kann euch jetzt zeigen, dass ich jetzt hier unten als Teilnehmer bin. Hier. Und jetzt habe ich hier auf der Seite Rückmeldungsfunktionen auf den Ausrufezeichen. Das sind Handzeichen. Und ich finde das so toll, was der Ektor da erzählt hat. Hab das zwar aber nicht verstanden. Und dann kann ich jetzt hier einen Daumen hoch geben. Und dann sieht man hier unten drunter unter meinem Bild. Ich mache das mal größer oder vielmehr, ja. Ich mache das mal eben kurz größer, damit ihr den Bereich schon besser sehen könnt. So, hier unten haben wir dann die Teilnehmer, da bin ich jetzt nur ich aufgelistet. Und ich habe den Daumen hoch gegeben, das geht nach einer Zeit auch weg. Das heißt, ich müsste dann halt dann jetzt wieder, weil ich jetzt wieder das toll finde, dass er jetzt hier so ein wunderschönes Gesicht malt, das finde ich gut. Oder der Smiley gefällt mir. Und wenn ich da was einstelle, dann ändert sich das dann auch dann. Und hierüber könnt ihr dann halt alle Teilnehmer, das können nur die Teilnehmer, Moderatoren können das gar nicht. Die haben andere Funktionen. Können dann halt ja, Bewertungen geben. Oder ich gehe jetzt mal Kaffee trinken, damit er. Sie sind abwesend. Aha, sie sind zurzeit als abwesend markiert. Ach so, okay. Das heißt, das wusste ich noch nicht, wenn ich die Kaffeetasse nehme, dann bin ich abwesend. Das heißt, irgendwie bin ich als abwesend markiert. Das heißt, die Leute können dann sehen, dass ich gerade nicht so mitbekomme, was da gesagt wird. Und dann kann ich jetzt hier klicken, dass ich wieder da bin.
Und da bin ich jetzt wieder da. So kann man also kurz weggehen. Und der Actor hat hier wunderschön gezeichnet mit dieser Funktion, die er übrigens noch immer freigegeben hat. Und ich könnte jetzt hier auch als Teilnehmer noch malen. Nimmst du mal diese Malfunktion als, oder doch, da. Oder? Siehst du das? Mein Rechner ist ein bisschen langsam. Aber ich glaube, den Strich siehst du auch, ne, Hector? Habe ich da jetzt was bei dir gemalt? Ja, habe ich gesehen. Dann schalt mal die. Ah, genau, jetzt hast du die ausgeschaltet. Jetzt Ja, kann habe ich. ich einen Kreis drum gemacht. Schalt mal die Funktion aus, die Whiteboard-Funktion mit dem Schloss, das dann da. Hast jetzt ausgeschaltet, ne? Jetzt ist es hier verschwunden und ich kann nicht mehr malen. Das heißt, immer wenn so eine So, Whiteboard-Funktion ausgeschaltet. hinzugekommt, dann kann man malen hier oben Ja, habe ich ausgeschaltet. in der rechten Ecke, in der linken Ecke hier oben, kann man dann malen. Und jetzt schalten wir mal wieder dazu, dass das dann halt wieder dazukommt. Genau, hier seht ihr auch die Funktionen, die ihr habt. Ich kann jetzt hier nicht das Whiteboard löschen. Diese Funktion hatte ich eben als Moderator noch mit diesem Kreuz, was der Actor jetzt gemacht hat eben. Aber das kann ich halt als Benutzer nicht. Das können nur Moderatoren. Okay, gibt es sonst noch irgendwie was Wichtiges zu sagen hierüber? Wüsstest du noch was? Nö. Nö. Ich glaube, dann können wir das jetzt hier auch beenden, ne? So, die Präsentation oder das letzte Test ist jetzt hier zu Ende. Und wie fandest du es? Super genial. Also ich finde die Seite auf jeden Fall Hammer und ja, da kann man auf jeden Fall einiges mit machen und zumindest auch nebenbei malen. Ich glaube, die Fast so lustig Whiteboard-Funktion wie stellen wir bei dir aus. Chatroulette. Die Whiteboard-Funktion stellen wir bei dir aus. Ja, aber bei Chatroulette zum Beispiel kannst du ja mit anderen Leuten irgendwie, kannst du ja mit der Webcam so mit Bildern kannst auch nebenbei malen. Da habe ich immer, ich habe mich da mal einfach mal so hin und habe ich da immer überall Herzen hingemalt. Ja, ich muss mal gucken, was wir dann da machen mit dieser Plattform. Ist da so einiges geplant von mir? Das können wir mal mit euch testen. Zum Beispiel könnten wir Bibelspiele spielen, die wir bis jetzt über Skype gespielt haben. Oder wir könnten Bücher vorstellen. Da bin ich auch schon mit jemandem im Gespräch, ob wir das mal machen könnten. Oder CDs. Oder wir könnten über die Bibel reden oder gemeinsam in der Bibel lesen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man gemeinsam machen könnte. Allerdings ist es so, dass zurzeit nur 20 dabei kommen könnten. Das heißt, es gibt nur 20 bei der kostenlosen Version freie Plätze. Und ja, wenn die dann voll sind, dann ist voll. Wobei, man könnte auch überlegen, ob wir mal bei ProChrist nachfragen, weil die haben ja, wie gesagt, eine eigene Plattform. Und die können mehr als 20, die können, glaube ich, 100 oder 200 Leute dazu schalten. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und da könnten dann mehr Teilnehmer dabei sein. Aber ich weiß nicht, ob die das machen. Ob die sagen, nee, wollen wir nicht, ist zu blöd oder. Ja, mal schauen. Aber 20 könnten auf jeden Fall zusammen irgendetwas Schönes machen. Und lasst euch mal überraschen, was wir dann zusammen machen. Ja, 20 reicht völlig. Meinst du? Ja, zum Abschluss noch ein Witz. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Haha. Über diese brutalen Witze. Okay. Ja. Damit wollen wir aber auch jetzt beenden. Und wir sind beide tot.